Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von New Style Boutique. Wir haben im letzten Part im Prinzip einen ganzen Tag übersprungen, weil wir erst am Strand waren. Dann waren wir im Haarstudio, dann waren wir im Kosmetiksalon, dann war es schon fast Abend. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe noch ein paar Klamotten auf die Modemesse kaufen. Und dann war es jetzt auch wieder einmal Abend und da habe ich gesagt, okay, dann beende ich jetzt hier diesen Part. Da habt ihr denn jetzt, also im letzten Part habt ihr einen Fashion Contest und jetzt habt ihr wieder einen Fashion Contest. Aber das ist ja auch nicht das Schlimmste. Ein schlichtes Outfit für Puristen. Okay. Die wollen schlicht und einfach. Wir nehmen Ladina. Guten Abend. Basic You würde ich mal sagen, ne? Ja. War ja klar. Ich hasse Basic You. Bin ich ehrlich. Ich mag die Klamotten nicht von denen. Weil die einfach so, ne, die sind halt schlicht, die sind einfach ungeschmacklos. Das sind so einfach wirklich so Basics und da immer was rauszufischen ist immer total anstrengend. So, jetzt haben wir den Salat hier. Und nun? Passt das schon wieder nicht? Ich glaube, ich hatte schon mal so das Gerede davon, dass ich das nicht leiden kann. Nee, das als Top und dann, dass ich das nicht leihen kann, wenn hier das Oberteil, die Jeans nicht zum Outer passt. Krieg ich die Motten. Jetzt fängt die ganze Kacke schon wieder an. Hier. Okay, kriegst ein schwarzes Ding. Eine rote Brille. Egal, wie man es macht, immer macht es verkehrt. Immer das Gleiche. Ach Gottchen. Ja komm, übertreib's nicht. Strümpfe brauchen wir nicht. So, Tasche gibt's natürlich auch nicht, ne? Ist echt kacke. Strumpfhose? Ne, komm. Man kann's auch arg übertreiben. Ach ja. Es ist halt für Puristen, ne? Schnitt müssen wir auch einen ganz normalen wählen. Am besten einfarbig. Den Grundton, ne? Weil ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich. Die wollen ein schlichtes Outfit haben und dann kann man jetzt nicht mit total gefärbten Haaren ankommen. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir schon mal. Nein. Ja. Goldstück! Sei mein Goldstück. Komm schon. Na komm, los. Ja. Und die hat keine Tasche, die hat gar nichts. Wenn das mal gut geht. Ich mag auch die Kleider von Basic Q nicht. Das muss ich dazu sagen. Die haben auch keine schönen Kleider. Also das ist nicht Basic Q. Das ist auch nicht schlicht. Also es ist zwar schon irgendwie schlicht, aber nicht für Puristen, glaube ich. Das ist zu viel des Guten. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal Basic Q. Bei dem Rock bin ich mir nicht so sicher, aber es könnte sein, dass die da sagen, okay, das ist jetzt zu warm. Ich weiß nicht mal, von wem die Schuhe sind und so, aber das ist schon wesentlich schlichter, ne? Das ist sehr schlicht. Das ist ganz normal und so gut wie gar nichts an. Da haben wir ja selbst wir mehr an. Na komm. Ne, wir haben schwarze Schuhe, das ist schlicht. Wir haben Jeans. Die Jeanshose finde ich immer sehr schön. Muss ich sehr sagen. Okay, dann los. Oh, ich kann nicht hingucken. Und? Wir haben gewonnen. Yes! Aha. Da haben wir jetzt die Hose. Ach ja. Hey, Maika, wir haben gewonnen. Unsere Träume sind wahr geworden. Dein Outfit war unschlagbar. Ich habe mit meinen Können auch zum Sieg beigetragen, nicht wahr?
Finde ich jedenfalls. Okay, das hast du schon mal gesagt. Aber wie gesagt, wir haben es dreimal mit Ladina, sind wir dreimal mit Ladina angetreten und wir haben jetzt dreimal mit ihr gewonnen. Nicht schlecht. Mal sehen, was das letzte. Was der. Das war jetzt unser zweiter, ne? Also, wir haben, glaube ich, jetzt nur noch einen Fashion Contest vor uns. Dann war's das. Maika, du hast diese eine Sache wirklich gut gemacht. Und ein wunderschöner Vollmond belohnt uns dafür. Schau mal, da spiegelt er sich sogar im Pool. Das ist echt die perfekte Nacht für eine elegante Party. Ich wünschte, ich könnte öfters so feiern wie heute. Hey, das heißt, dass du und ich auch beim nächsten Mal gewinnen müssen. Nicht vergessen, okay? Ich muss doch Party machen. Arthur, trink kaum etwas anderes als Tee. Mein Glückwunsch zu deinem Sieg beim internationalen Contest. Wie fühlt man sich, wenn einem die ganze Welt zu Füßen liegt? Wahrscheinlich ist dir selbst noch gar nicht richtig klar, was das eigentlich bedeutet. Die Leute werden jetzt in Scharen in deine Boutique strömen. Ich finde das immer gruselig, wenn die immer so sich so nach vorne beugen. Oh, so nach dem Motto, geh weg, da würde ich mich automatisch im realen Leben einfach mal so nach hinten beugen. Wenn so einer vor mir so kommt und sagt, ah, wie geht's dir? Ich hoffe mal, dass die unvermeidliche Kundenschwemme dir nicht deinen Titel vergrätzt. Ah, ich weiß, wenn ich mal drunter und drüber gehen sollte, ruf mich einfach an. Ich schicke dir dann eine Limousine der Luxusklasse, die dich an einen ruhigen Ort zum Entspannen bringt. Aber ich schätze dich als jemand ein, der dem Druck dieser Aufgabe perfekt gewachsen ist. Das wird schon. So, ich muss dann mal los. Ich werde allen wichtigen Leuten von dir und deinem Erfolg erzählen. Moritz, Moritz! Hast frühes Aufstehen und langes Aufbleiben. Du kannst dich auch nicht entscheiden, oder? Maika, du hast den internationalen Contest gewonnen. Gratuliere. Dafür hat es sich gelohnt, von Hawaii her zu jetten. Keine Angst, das war überhaupt kein Ding. Ich fliege ständig durch die Welt. Immer auf dem Sprung, verstehst du? Gleich im Anschluss fliege ich nach London. Ich war übrigens neulich in Paris. Man hat auch dort schon von dir gehört. Du ziehst weltweit das Interesse auf dich. Morgen Abend treffe ich mich mit Freunden in New York. Ich werde Ihnen deine Boutique wärmstens empfehlen. So. Ich habe jetzt die Idee. Ich weiß, ich habe mich erst im letzten Part umgezogen. Aber wir machen es trotzdem. Ah, ja. Okay. Weil es ist ja eigentlich so jetzt der vorletzte Part. Letzte Part irgendwann jetzt, ne? Purple Moon. Ach, das lassen wir. So. Weil, und ich habe mir gedacht, jetzt so in den letzten Part, da hauen wir jetzt auch mal so richtig auf die Kacke, passt auf. Und zwar Kleid, wir haben hier dieses unglaublich schicke Hochzeitskleid, ne? Und das Diadem. Haben wir noch Handschuhe? Die weißen Handschuhe noch dazu. Ah, leider keine Schüchen. Machen wir noch. Holen wir uns noch weiße Schüchen von den Dings. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt hauen wir auf die Kacke, ne? Machen wir uns. Obwohl ich das Schulmädchen auch total süß fand, aber Suche abbrechen. Jetzt machen wir noch so süße, süße, süße Schuhe. Am besten von Yinyi Chen, wenn ich jetzt ein paar schöne Schuhe finde. Das ist AZOSA. Das ist nicht das, was ich gesucht habe. Hier, Pfennigabsatz dann da. Das passt schon, oder? Ja, komm. So. Wir sehen voll süß aus. Wir laufen jetzt im Hochzeitskleid rum. Mit einem. mit einem. Nee, ich glaube, ich nehme das zweite. Oder doch? Nee, das erste war mit so viel. Oder haben wir hier bei Yinyi Chen irgendwas Schönes? Nee. Ich gehe jetzt mal alle durch. Die sind alle ein bisschen too much von allem, ne? Das finde ich gut. Dann gehen wir jetzt noch. Jetzt gehen wir schlafen. Gucken wir kurz auf die Uhr. Ja. Haben noch ein bisschen. Was? Es hat nicht zum Vollmond gereicht? Ich meine, das Ding war doch zu. Jetzt oder was? Jetzt reicht es. Wirklich. Das bisschen hätten sie uns gönnen können. Halskette. Lass mich nochmal gucken. Ich will nochmal ganz kurz gucken. Halskette. Das ist süßen Armband.
Talisman. Glückskind, auch nicht schlecht. Pfahlkette, siehst du? Das hat uns noch gefehlt. Aber wo ist denn jetzt, wir haben eine Halskette bekommen. So. Aber hatten wir auch nicht schon mal eine Halskette? Ich muss nochmal gucken. Menü, Suche, weil wir haben ja gar keine Halskette, ne? Marke Purple Moon nochmal. Ich meine, wir hatten so viele Halsketten. Wir hatten noch die Perlenkette zum Beispiel bekommen, ne? Hier. Perlen-Doppelhalskette. Wir haben aber auch hier den hier. Nimm mal die Perlenhalskette. Babala. So, jetzt weiß ich echt nicht, wo Dings ist, ne? Im Café ist irgendwas. Stimmt. Wollte ich mich mit irgendjemandem im Café treffen? Oder habe ich mich jetzt verguckt? Ach, sieh sich einer an. Sie sind auch ihrer Nase hierher gefolgt? Die Düfte aus diesem Café ziehen einen geradezu magisch an. Mich zumindest. Ich kann dem Duft vom frischen Kaffee nicht widerstehen. Ihr Outfit heute hat ähnliche Auswirkungen auf mich, muss ich sagen. Die magische Anziehungskraft ähnelt der des Cafés. Es hilft nichts, da muss die Kamera her. Tschüss. Vielen Dank, das war ein toller Schnappschuss. Verpassen Sie nicht die nächste 21st Avenue. Ihr Bild wird darin zu finden sein. Ein wenig Publicity. Oh, boah, ich glaub's nicht. Ja, komm, ab ins Haarstudio. Weil die Knödel passen jetzt nicht dazu, muss ich dazu sagen. Die Knödel passen leider nicht dazu. So, das könnten wir. Ich mag das so lieber offen. Ja, komm, die Haare lassen wir auch. Guck mal, oh boah, wir sehen voll geil aus, ohne Scheiß. Ja. Moment, hier können wir übers Dings, ne? Boah, wenn wir jetzt schon drin sind. Sind wir schon drin? Oder erst beim nächsten? Oh mein Gott, wir sind wirklich drin. Ich fass es nicht. Oh. Witzig! Okay. Das ist very witzig. Und ich laufe da einfach mal so total, als würde es nichts anderes geben, ganz normal im Hochzeitskleid rum, ne? Ohne Scheiß. Ich habe ein verdammtes Hochzeitskleid an, ne? Aber das ist total egal. Ich laufe damit rum, als hätte ich nie was anderes getragen. Guten Tag. Puh, was würden wir nur ohne Klimaanlage machen? Was mögen Sie eigentlich lieber? Sommer oder Winter? Ich finde, es geht nichts über einen lustigen Tag am Strand. Da macht selbst mir die Hitze nichts aus. Und es gibt immer eine Menge zu sehen und erleben. Deshalb gehe ich gleich morgen wieder an den Strand. Hätten Sie nicht auch Lust? Wäre doch ein Riesenspaß. Überlegen Sie es sich dann. Bis dann. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Wir haben ein Hochzeitskleid an. Wir haben ein fucking Hochzeitskleid an. Aber wir tragen das so, als hätten wir nie was anderes getragen. Das ist vollkommen normal. Wir sind hier total cool. Meine Güte, vor dieser Boutique muss man ja bald Schlange stehen. Aber kein Wunder. Wer den internationalen Contest gewinnt, dem wird die Bude eingerannt. Ist ja logisch. Moment, bist du hier die Stylistin? Das muss wohl mein Glückstag sein. Also bist du das Modegenie, von dem mir mein Kumpel so viel erzählt hat? Dann kannst du ja sicher beim Kauf von ein paar Schuhen behilflich sein, oder? Aber bitte nur die allerfeinsten. Nein. Weil ich das Geld habe, ne? Yeah. Wenn du das sagst, dann kann ja nicht schief gehen. Du scheinst ja echt zu wissen, was du tust. Hallo, ich habe ein verdammtes Hochzeitskleid mit einer verdammten Tiara an. Natürlich weiß ich, was ich tue. Ein bisschen mehr Vertrauen hier. Das bin ich, genau mein Stil. Je länger ich sie trage, desto besser gefallen sie mir. Genial. Gerd hat zum ersten Mal was bei uns gekauft. Ja, yeah, aber sowas von dir. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Kein Wunder, dass du zu den besten Stylistinnen der Welt zählst. Hab vielen Dank und bis bald. Ah, da will doch eine noch unseren Dings kaufen. Guten Tag, Sie kommen gerade recht. Ich wollte schon in den Laden gehen, um Sie zu suchen. Ich würde gerne das Outfit dieser Schaufensterpuppe anprobieren. Ich liebe solche Ethno-Sachen über alles. Wenn ich jetzt nicht zuschlage, würde ich dich später bereuen. Herzlichen Dank, dann will ich mal. Ja, komm doch. Oh, du siehst gut aus.
Da, 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 da. Sieht sehr schön aus. Ich bin sprachlos. Ich sehe ja ganz anders aus als zuvor. So angenehm überrascht war ich schon lange nicht mehr. Das ist definitiv ein Kauf wert. Oh ja. Caroline! Mhm. So ein Meisterstück kauft man nicht alle Tage. Ich behalte hier ihre Outfits im Auge. Bis dann. Ja, wir können auch gleich noch. Machen wir diesmal. Wir gucken, was wir von Purple Moon haben, wenn das jetzt wieder das Orient-Outfit ist, ne? Denn nee. Aber wir haben noch 11 Sachen. Ist wahrscheinlich Dings, ne? Ich will es mal probieren. Einfach nur aus Langeweile. Nee, das brauche ich nicht. Nehme ich das jetzt. Nee, das nehme ich als Top, ne? Denn die Schuhe. Wir können es probieren. Ich meine, das haben wir, glaube ich, noch nie gekauft. Verkauft, Entschuldigung. Nicht gekauft, sondern verkauft. Wir müssen ja dazu sagen, wir brauchen das nicht kaufen, weil wir das ja so gesehen schon in zweifacher Ausführung, glaube ich, im Schrank haben. Aber sie hat sich gefreut, das heißt, das kann einen guten Eindruck machen. Oh, und es wird gleich gekauft. Hast du das Outfit von diesem Mannequin im Schaufenster erstellt? Das ist ein Meisterwerk, Style in Perfektion. Es ist so mädchenhaft, als ob es für mich geschaffen wurde. Jetzt bin ich total in Shopping-Laune. Kann ich das Outfit anprobieren? Danke, das wollte ich hören. Aber so gesehen hat Purple Moon auch jetzt nicht so die große Auswahl, ne? Weil ich habe das Gefühl, zu manchen fehlen einfach noch die Accessoires. Zum Beispiel zu diesem Hausmädchen-Look. Was soll ich denn da bitte schön für Schuhe dran setzen? Das ist total schön. Ich war von Mode noch nie so geflasht. Ich muss es kaufen. Es ist wie für mich gemacht. Und ich hätte gedacht, ich kann das hier nicht verkaufen. Einfach, weil die Handschuhe noch fehlen. Man kriegt ja noch Handschuhe dazu. Na super. Eigentlich wollte ich doch heute bloß einen Schaufensterbummel machen. Aber das ist ja so scharf. Da bleibt ein gar nichts anderes übrig, als zuzuschlagen. Und wenn das Mannequin neue Klamotten kriegt, denkst du bitte wieder an mich, okay? Ja, das kriegt, Mannequin kriegt ja jetzt auch neue Klamotten. Und zwar diesmal von Inichen. Ich meine, da haben wir doch schon 123 Artikel, das werden immer mehr. Es wird immer mehr. Es nimmt kein Ende. Kann man das dazu anziehen? Nee. Nee, kann man nicht. Ich hätte nicht fragen sollen. Aber wir können. Oder haben wir so ein... Oh, wir haben so ein krasses Kleid schon wieder. Wieso haben wir schon wieder so ein krasses... So ein krasses Kleid. Dazu die Halskette. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Suche. Ich glaube nicht, dass wir die passende Handtasche dazu haben. Aber ich will trotzdem mal gucken. Wir gucken erstmal bei Coral Prilou. Weil das ja auch für Exklusivität steht. Die könnte nämlich dazu passen. Oder besser die. Obwohl ja eine Klatsch immer noch besser wäre. Aber wir haben, glaube ich, so gesehen keine Klatsch. Das ist nämlich gelb. Und da passt die doch schon ein bisschen besser dazu. Aber Suche. Dann machen wir doch lieber Ariana. Ich meine, wenn wir jetzt keine Tasche dazu haben, mein Gott. Sterben wir jetzt auch nicht davon. So. Ja, funktioniert halt nicht. Mein Gott. Dann halt keine Tasche. Ich meine, das Outfit ist so auch teuer genug. Ja, die Pose müssen wir ein bisschen ändern. Das können wir nicht so machen. So. Ich meine, du trägst ein sehr mädchenhaftes Kleid und ein sehr schönes, feminines Brautkleid oder whatever. Und da kannst du da nicht so ein Ding da machen. Hey, hast du einen Moment? Kann man das Outfit da kaufen? Es sieht so edel und hochwertig aus. Sowas hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausdenken können. Was soll ich sagen? Es muss mein Glückstag sein, dass ich so ein bezauberndes Outfit finde. Ich ziehe schnell über und sage dir dann, ob ich es mitnehme oder nicht, okay? Das wollte ich ja in einem Augenblick, dann kurz. Zieh es an, Baby. Sehr schön. Wow, das ist wirklich voll hübsch. Das muss ich unbedingt haben. Was war das? Schimmernde Abendgarderobe. Okay, das war kein Brautkleid. Ich hätte jetzt schon gedacht, das ist ein Brautkleid, nur halt in einer anderen Farbe. Soll ich dir mal was verraten? Ich wusste schon, dass ich es kaufen würde, bevor ich es überhaupt anprobiert hatte. Da kannst du mal sehen, wie ich auf das Outfit abfahre. Na gut, ich muss weiter. Ich freue mich schon voll auf deine nächste Kreation.
Ja, aber die nächste Kreation von Inichen werdet ihr erst im nächsten Part sehen. Ich glaube, dann ist auch wieder Zeit für einen Fashion Contest. Oh mein Gott, das geht jetzt eins nach dem anderen. Auf jeden Fall beende ich hier diesen Part. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Ich weiß nicht, ob das der letzte Part sein wird. Wenn ja, werde ich sagen, spätestens beim Fashion Contest, wenn ich das dann sehe. Und ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.